Höhle. Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft im richtigen Action-Modus. Hell yeah! Eigentlich ist es gerade im Atmosphären-Modus, weil wir in der Höhle sind. Dann ist hier auch schon wieder zu Ende, das heißt Atmosphären-Modus vorbei. Schade, schade, Schokolade, sagte der liebe Osterhase. Wer kennt es nicht? Den Schoko-Osterhasen. Ich weiß, Ostern ist schon ein bisschen her, beziehungsweise kommt erst in gefühlt 2 Jahren wieder. Aber naja, ich kann ja jetzt die ganze Zeit über Ostern quatschen, aber ich weiß nicht, Ostern ist ja auch gar kein aktuelles Thema und dann ist es, glaube ich, ein bisschen uninteressant. Es ist so interessant wie eine Wand. Und Wand wird auch mit T geschrieben. Merke Doppelpunkt, Wand wird mit T geschrieben. Wie sowieso allgemein die Rechtschreibung im Internet. Das ist immer total schlimm. Total! Und ich weiß nicht, ob diese jungen Leute, die jetzt so richtig ins Internet kommen, die jetzt erst 12 sind oder möglicherweise noch jünger, wenn die dann so im Internet sind und dann schon so schlechte Rechtschreibung lernen, ob die dann irgendwann auch gute Rechtschreibung lernen können. Also natürlich können die das machen, aber ich glaube, das würde denen sehr schwer fallen. Oder? Keine Ahnung, muss man mal in der Zukunft sehen, wenn die auch so ja ein bisschen mehr gereift sind, wenn die auch schon so, ich sag jetzt mal, in meinem Alter sind, also so 16, dann mal gucken, wie dann deren Rechtschreibung ist. Weil Rechtschreibung spiegelt natürlich in gewisser Weise auch immer ja die Intelligenz wider. Ist natürlich nicht der einzige Faktor, der die Intelligenz widerspiegelt. Da gibt es Millionen, Milliarden, Trilliarden, Trillionen. Deswegen finde ich auch IQ-Tests teilweise einfach nur dumm, weil sie niemals das ganze Spektrum des menschlichen Wissens erfassen können. Zum Beispiel sind Atheisten ja total schlau in Mathe, können aber keine Gesichter lesen, beziehungsweise die Emotionen darin erkennen. Und solche, also Emotionen erkennen, das wird ja in IQ-Tests ja gar nicht, ja, getestet. Deswegen haben Atheisten da zum Beispiel einen Vorteil. Oder wenn bei dem IQ-Test nur logische Sachen ermittelt werden und gar keine sprachlichen Sachen. Das ist natürlich ja auch, Wissen. Deswegen, IQ-Tests, da bin ich immer so zwiegespalten. Allgemein solche Tests über die eigene Persönlichkeit, ob man schlau ist, ob man jetzt einen Psychopathentest macht oder ob man, keine Ahnung, ob man schwanger ist, Test macht. Okay, das ist, das ist ein bisschen was anderes, aber um jetzt so Charaktereigenschaften durch einen Test herauszufinden. Ich denke, das kann man machen, aber man kann das nicht so. Man hat dann immer so ein Testergebnis und das ist dann so ein bisschen, naja, wie soll man sagen? Ich glaube, das trifft den Nagel nicht ganz so auf den Kopf. Das ist nicht so ganz hundertprozentig so, wie es ist. Okay, aber jetzt ist erstmal Plauschphase jetzt ein bisschen vorbei. Jetzt ist mal ein bisschen Höhlenphase. Höhlenfindenphase. Hallo, Höhle. Hallo, Höhlenende. Oder? Höhlenende? Fragezeichen? Ja. Aber unter diesem Sandstein, da gibt es auch mal so ganz, ganz coole Formationen, muss ich ja mal sagen. Und es wird dunkel. Nein. Scheiße. Oder? Ich sag ja, unter Sandstein gibt es immer ganz, ganz coole Formationen. Okay. Ah, eine Höhle. Ah, das erquicket meine Seele. Wie es ja schon in der Bibel stand. Glaube ich zumindest. Ich bin ja nicht ganz so der Bibelanhänger. Trotzdem aber mache ich relativ oft Zitate darauf, oder? Ist ja eben halt bekannt relativ, ne? Deswegen. Ich muss ja auch die Glaubensanhänger hier ein bisschen zufriedenstellen. So. Weil es natürlich so ist, dass Menschen, die jetzt nicht an Gott glauben, wenn sie mit, ja, einem, keine Ahnung, einem streng christlichen zum Beispiel reden, dann denken sie sofort an, keine Ahnung, an so einen Priester oder so an ganz, Frauen, die sich die ganze Zeit, vorenthalten bis zur Ehe oder so.
Und naja, das ist auch so ein Vorteil von ich wollte schon Atheisten. Doch, Atheisten? Ja, ja, passt ja schon. Die haben ja sofort dieses Denken, sobald jemand Christ ist, dass er total streng gläubig ist und total nicht an Mathematik und Physik und sowas denkt und was weiß ich, an die Theorie von Darwin und sowas. Naja, und wenn Christen, ja, so von, also zumindest strenggläubige Christen, so von Leuten hören, die eben halt nicht an Gott glauben, dann denken sie sofort, dass sie total satanisch sind und die ganze Zeit nur, ja, Metal hören und die ganze Zeit, dem Teufel huldigen. Und ich finde, das sind einfach so Vorteile, die braucht die Menschheit nicht. Wieso denkt der Mensch sowas? Ich weiß, es liegt am Schubladendenken und so weiter, aber der Mensch ist doch viel zu umfassend und, also man kann ihn nicht wirklich fassen. Er ist viel zu, ja, wie soll man sagen, breit gefächert und so unterschiedlich jeder einzelne, jedes Individuum von uns, dass man das doch gar nicht so über einen Kamm scheren kann, oder? Deswegen sind diese Vorurteile allgemein total stupide. Also, finde ich zumindest so, sind total stupide und unnötig. Unnötig. Ja, jetzt mal Witz beiseite, ist wirklich so. Wofür braucht der Mensch Vorurteile? Wieso hat der Mensch überhaupt Vorurteile? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das kommt noch aus der alten Zeit, wo wir noch ein bisschen, also die ganze Menschheit jetzt noch so ein bisschen jünger war, wo uns Vorurteile beim täglichen Überleben geholfen haben. Aber ich glaube, mittlerweile ja, brauchen wir das gar nicht mehr. Oder vielleicht ist das auch daran, wenn wir jede Person extra immer jede neue Situation, jede neue Person, jede neue Möglichkeit immer neu referieren müssen. Ist das dann vielleicht zu viel fürs Gehirn? Weil es gibt ja auch Vorteile gegenüber solchen Situationen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand Basketball spielt, so der gut darin ist, dann trifft er auch. Das ist auch so ein Vorurteil gegenüber einer Situation. Aber ich weiß nicht, wenn wir gar keine Vorurteile mehr hätten, ich glaube, wir könnten gar nicht überleben. Oder nur schwer, wir hätten dann wahrscheinlich die ganze Zeit Kopfschmerzen. Aber was wirklich sinnlos ist im Laufe der Evolution, ist das Anlagern von Fettreserven. Ich meine, wer braucht es denn heutzutage noch? Wobei es natürlich auch ein Grundzug des Menschen ist, dass er natürlich auch fett werden kann, ne? Man sollte das natürlich auch nicht so hier einfach wegwerfen können. Weil es gibt natürlich auch da bestimmt so Leute im Genetikbereich, die gerne solche Sachen weghaben möchten und daran die ganze Zeit dann auch forschen. Schade, keine Enderperle. Aber naja, da kann man schlecht was machen. Ich glaube, ich hab... Oh Lord. Ich glaube, dieser Part hier ist ein kleines bisschen in der Überlänge, oder? Nee, geht sogar noch. Oh. Habe ich mich vertan bei der Uhr. Naja, aber das wollte ich nun mal so gerade am Rande erwähnen. Ist ja auch nicht schlimm. Schlimmer ist, dass sie bei Monster sind. Die uns auch dann töten wollen. Was ist Bello eigentlich? Oh Gott. Ich darf Bello nicht zurücklassen. Oh Scheiß, wo ist der? Ich hoffe, dem ist jetzt nichts passiert. Nicht Bello! Nein! Scheiße, ich sehe den wirklich nicht mehr. Das kann es doch jetzt nicht sein. Ich gehe erstmal nach Hause. Da ist schon mein Turm. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Schlaf eine Runde. Und dann guck ich mal, wo Bello ist. Lol. Der Enderman hat, glaube ich, gerade Schaden bekommen, weil ihn das Skelett abgeschossen hat. Okay, da ist ein Creeper. Voll der weiße Creeper, ey. Weiße Leute sind immer scheiße. Gut, da ist kein Bello gewesen. Ein Glück. Jetzt hätte ich gleich mal ein Denkmal für den gebaut. Und ein bisschen getrauert. Da ist Bello. Ja, Bello! So fein gemacht. So, ab ins Bett. Endlich schlafen.
Ja, und wo wir auch schon mal gerade bei den Menschen sind und menschliche Grundzüge, da verstehe ich das auch nicht so, wenn Menschen einfach, dass sie es sehen können, wenn zum Beispiel jemand blutet. Weil ich meine, Blut ist natürlich, ja, das Lebenselixier schlechthin. Und es ist eine, ja, Grundsubstanz im wahrsten Sinne des Wortes des Menschen. Da verstehe ich nicht, wie man das einfach so nicht sehen kann. Also nicht sehen kann im Sinne von, bäh, ich kann mir das nicht ansehen. Warte, Bello, du setz dich jetzt mal gerade dahin, damit du hier nicht das Feld noch weiter kaputt trittst. Das ist ja ganz kaputt gemacht, Bello. Oder, ja, was vielleicht ein bisschen extremer ist, und wo ich das vielleicht dann auch eher verstehen kann, dass Menschen das so sehen können, ist, wenn Menschen stark verletzt sind. Das kommt ja auch öfters mal vor, zum Beispiel bei Autounfällen oder was weiß ich wo. Und naja, wenn die Menschen dann da stark verletzt sind, das ist zwar vielleicht schwierig anzugucken, so, aber eigentlich muss man das ja auch irgendwie können. Weil ich meine, als Mensch, ich meine, heutzutage, ja, in unserem modernen Zeitalter sieht man das vielleicht nicht unbedingt, aber ich denke, so allgemein müsste man sowas sehen. Ich meine, es gehört zum Menschen dazu. Was auch zum Menschen dazu gehört, ist auch mal sowas zu machen. So. Irgendwie brauche ich, habe ich das Gefühl, seitdem ich auf Hard spiele, brauche ich viel, viel mehr Nahrung. So. Ich kill einfach mal ein bisschen hier was. Habe ich auch letztlich ein paar Federn gekriegt und Leder. Das ist ganz praktisch. Okay, Ledern. Ja. Ich meine, Leder jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber. Naja. Federn vielleicht für Pfeile. Hier noch ein Fleischstück drin. Fleisch. Bam, drei Fleischsorten. Oh, ich reite jetzt mal noch ein Schwein. Oh, das muss ich auch noch machen. Muss ich machen. So, Moment, wo ist am meisten Kohle drin? Wenigstens Kohle drin. Ich bin mal wieder Master der Versprecher. So. Ich glaube, ich suche mir jetzt ein Schwein. Okay. Ach ja, Bello, den nehme ich auch nochmal gerade mit. Nee, Bello, du bleibst hier. Genau, das ist der Plan. Du passt hier ein bisschen auf die Hühner auf. Und auf die Schafe und auf... Ach, was weiß ich. Ist er ja, komm. Jetzt passt du mal hier auf. Moment. Also, den Schwanz ist relativ weit unten. Ich brauche Zombiefleisch. Ich will nicht, dass Bello stirbt. Dann. Action-Musik! Oh, kein Huhn rausbekommen. Hey! Wupp! Go, go! Schneller! Hier liegt Dings rum. XP! Oh, holy shit! Schweine! Wo seid ihr? Schnell! Da, Zombie-Fleisch! Auf zu Bello! Zurück! Schneller! Bello braucht meine Hilfe! Wo sitzt er? Da sitzt er. Aua. Egal. Das nehme ich in Kauf. Gerade noch Eier einsammeln. Schneller. Das geht in jede Sekunde. Ah, ist dein Schwanz auch wieder weiter oben. Oh Gott. Zu actionreiche Musik. Hier geht's raus. Praktisch. Jetzt muss ich nur ein Schwein finden. Schweini. So. Action-Musik. Oh mein Gott. Schnell, ich muss ein Schwein finden. Da ist ein Schaf. Nein, es ist kein Schwein. Schneller, voran. Irgendwo hier war noch ein Schwein. Da waren nur Hühner. Ich muss schnell weiter. Jede Sekunde zählt. Ja. Hier nur Schafe und Hühner und Kühe. Das ist ja kein Schwein. Aber irgendwo hier könnte doch mal ein Schwein sein. Männer sind Schweine. Oh, ein anderer Hund. Aber es kann nur einen geben. Und das ist der Bello. Der Bello Master.
Der Bell an der Tür. Der Prince of Bel Air. Na gut, dann finden wir beim nächsten Mal ein Schwein. Haut rein. Hör, das reimt sich.